Herzlich willkommen im nächsten Part. Wir befinden uns hier im tiefsten Areal der Arena und müssen jetzt eigentlich schon Kilometer tief sein. Naja, immerhin, wir werden durch einen Lichtstrahl hinaufbefördert. Ich habe übrigens mal geschaut, wie lange der letzte Part geworden ist und ich glaube, ihr möchtet es gar nicht wissen. Es sind 50 Minuten. Das hätte ich jetzt wirklich selbst nicht gedacht, dass es so krass ist, dass ich 50 Minuten brauche. Aber naja, okay. Hier haben wir 5 Rubine, die werden wir nehmen. Schön. 50 Minuten, ich komme da nicht drüber weg. Das ist fast eine Stunde für einen Part. Hallo? Was geht denn da ab? Ja, und wir haben 3 leere Tränke. Oder 3 leere Flaschen, um genau zu sein. Wir werden jetzt mal den Bumerang nehmen. Die Flasche werde ich selbstverständlich auffüllen. Wir haben ja jetzt genug Geld. Sehr viel sogar. Wenigstens das haben wir bekommen. Okay, was werde ich als nächstes tun? Natürlich weitere Triforce-Karten sammeln. Dazu muss ich aber erstmal aufs Boot. Ach, ich finde Präludiens Musik schön. Gut, ja, doch das. Ja, aber das ist wirklich eine Ausnahme. 50 Minuten, das kommt nicht wieder vor. Nee. Das war jetzt wirklich, weil es besonders war. Es war halt an besonderen Stellen. Ja, gute Frage. Dumm. Ich hätte jetzt erstmal gucken müssen, wo die Inseln sind, die ich brauche. Und zwar muss ich zur Isla Rabunzla. Isla Rabunzla. Isla Rabunzla. Wahrscheinlich wieder die letzte Insel. Isla Rabunzla? Da. Draconia. Puh. Also, der Kampf hat mir einiges abverlangt und kleinere Frustmomente waren natürlich... Was war das jetzt? Kleine Frustmomente waren natürlich auch drin, aber ich denke mal, es bleibt bei 50 Minuten Dauerstress nicht aus. Also, das war wirklich ätzend. Ich weiß nicht, was hat sich Nintendo da gedacht? 60 Ebenen, hallo? Das ist abartig. Okay, jetzt sind wir schon mal in Draconia. Ich weiß nicht... Ach, ich brauche jetzt eh im Moment keine, keine neuen Tränke, von daher, egal. Ach, ich mag Draconias Musik auch so gerne. Tränke werde ich mir auf jeden Fall noch nachkaufen, aber nee, jetzt nicht. Brauche ich ja aktuell nicht. Für die Kämpfe, die jetzt kommen, das ist alles Pillekram, im Gegensatz zu dem, was ich gerade hatte. Also, von daher... Das benötige ich nicht. Und außerdem, ich habe ja sogar noch 2 Portionen. Sogar von dieser Ultrasuppe da, die einem doppelte Schlagkraft gibt. Wobei man die sich wirklich in den Arsch stecken kann, weil wird man einmal getroffen, dann ist sie weg. Und ihr habt ja gesehen, hätte ich dauernd diese Omas-Suppe da getrunken, dann... Naja, ich wurde quasi direkt, nachdem ich es getrunken hatte, getroffen. Und pff, das war es dann so gesehen damit. Okay, X. Ja, ein Schatz. Den nehme ich natürlich immer mit. Der liegt nämlich auf dem Weg dahin. Ja. Das dürfte passen. Ich hoffe. Ja, das passt. Am besten 50. Oder 100. Oder nur 20 oder 10. Ne, 10 glaube ich nicht. Mindestens 20. Ich denke 50. Ja, 20. Mann. Dumm. Na gut. Wo ist denn Isla Rabunzla? Da hinten. Da seht ihr sie. Und wir haben wundervollen Tageshimmel mit 2 ähnlichen Steinformationen. Naja, das ist nicht ganz so ähnlich, aber das da und das da schon relativ. Da ist ein Wachposten. Ach nee, nein, das ist der Flugplatz. Natürlich. Da, wo wir unsere 260 Meter aufgestellt haben. Na klar. Da ist Draconia ganz klar zu erkennen. Valo irgendwie nicht. Und da ganz hinten, das dürfte Tantopia sein. Oder ist... Nein, das ist der Turm der Götter. Nee, Tantopia wäre schon viel zu weit weg. Da wird man nichts mehr sehen. Da ist ein Kanonenschiff. Hat das geschossen? Ach nee, der Fisch. Ja, wir brauchen hierfür den Enterhaken, deswegen... Es ergibt auch nur wirklich Sinn, die Triforce-Karten einzusammeln, wenn man schon beinahe alle Items hat. Ich weiß offen und ehrlich nicht, was mir hier fehlt. Hier in der Mitte so. Ich habe irgendwie alles, also ich kriege auch nichts mehr dazu. Also,
Keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, was mir fehlt. Na, ich werde es bestimmt herausfinden. Notfalls, das Inventar wollte ich schon voll haben. Also da werde ich dann eventuell in die Lösung gucken und schauen, was mir irgendwie fehlt. Aber ansonsten, Herzteile, nee, das wären keine 20, weil... Nee, das dauert einfach zu lange. Also es dauert nicht zu lange, es ist einfach... Es ergibt keinen Sinn, meiner Meinung nach, wenn man dann nur in einer Komplettlösung guckt, um das Spiel zu vervollständigen. Das ist ja auch nicht mehr Sinn und Zweck. Deswegen... Ich wollte eigentlich hier... Wow, was geht denn? Ja, Link, würdest du bitte? Ich will hier bitte an diese Palme. Oh, das Wetter wird schlecht. Okay. Von hier muss ich doch auch hochkommen, oder? Ja, klar. Natürlich. Und von hier nach da. Hier kann ich ja mal... Oh, der ist kaputt gegangen, bevor er seinen Strom anmachen konnte. Sehr praktisch. So. Auch sehr gut. Ja, diese Kanonenboote können uns hier runterholen. Ich glaube, dafür sind die auch hauptsächlich da und für nichts anderes. Was ist da oben? Ich meine, hier ist ein Loch, aber was ist hier? Ja, toll. Ein bisschen Rubine. Also nichts, was sich lohnt, um hier hochzukommen. So wenig Rubine. Boah, ich dachte jetzt schon, du fliegst hier ganz runter. Oh, das ist mir zu unsicher. Ich gehe rein. Die Pfeile hätte ich gebrauchen können. Egal. Okay. Ich glaube, das ist dasselbe, was wir schon mal hatten. Ja, ist es. Naja, gut. Ja. Ich meine, ich bin ja ziemlich an Kämpfe gewöhnt. Also, das ist Pelikan. Egal, was es ist. Ja, ja, ihr seid ja ganz arm. Sonst noch sagen oder so. Oh. Huch. Falsche Taste. Aber sonst habt ihr keine Probleme, oder? Nö, denke ich nicht. Ja, wie gesagt, ganz locker. Ich bin jetzt voll und ganz drin im Kampf. Schön, ein Glücksamulett. Uns fehlte nämlich noch eins. Wir brauchen nämlich, glaube ich, genau genommen 21. Denn wir geben jetzt zuerst... Ja, ich spoilere noch nicht, aber wir geben zuerst 1 und dann 20. Es wird nämlich generell gesagt 21, aber es müssen 21 sein. Okay. Das haben wir. Ich bin jetzt gerade voll drin im Kampf. Ich nehme das hier alles wieder am Stück auf. Eine Stunde. Quatsch, eine Stunde. 1:20 Uhr haben wir hier gerade. Ja, und es ist immer noch abartig warm, aber naja. Oh, komm ihr her. Ich hatte dich eigentlich nicht gebeten. Ja. Link, wäre auch mal wirklich klug, wenn du den richtigen anvisierst. Komm, ich rüttel noch mal her. Mach's mir mit kalt, danke. Der ist immer noch da, wo will sein. Zwei, wie kommen die jetzt bitte dahin? Leute, kein Scheiß. Ja, ja, krass. Wo seid ihr denn bitte? Ja, natürlich. Fick dich in den Arsch. Tschüss. Immer wiedersehen. Blau, Rubin. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau blüht der Enzian. Da, 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 da. Nee, ich fange nicht an zu singen. Das ist all. Moment, muss ich hier tatsächlich... Moment. Krass. Dieses eine Scheißviech? Ernsthaft? Darauf kam es jetzt an? Oh weia. Das ist aber echt ein bisschen kleinkariert, ja. Okay, die Hälfte haben wir. Ich denke mal, das war auch schon der schwierigste Kampf. Naja, kleiner Raum, aber trotzdem kein Thema. Tschüss. Ja, das klappt doch wunderbar. Ich sag ja gar kein Thema. Ihr seid arm. Tschüss. Du gibst mir gar nichts, doch auch ein Orb. Sehr nett von dir. Ja, ich wollte jetzt gerade hauen, um den Orb kaputt zu schlagen. Aber die Cutscene hat es mir nicht erlaubt.
Ja, Pfeile sind auch wieder voll. Wunderbar. Da ist noch ein 5er-Rubin. Und hier ist der letzte Orb. Schön, dann haben wir ja beinahe wieder unseren alten Stand der Rubine. Krass. Ja, einer fehlt noch. Noch Link. Das wirklich nur ein Part, weil ich will wieder irgendwie 15 Minuten kommen, verdammt. Ich will nicht mehr so lange Parts machen. Ach ja, ja, ja. Ich hatte ja gerade zu genug gekämpft. Ja, krass, deswegen lasse ich mich jetzt auch gerade mal treffen. Weißt du was? Friss das. Ha. Ey, guck mal, Schädel. Nein, 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 das hinterlässt du. Danke. Ich glaube, den Schädel werde ich nicht schaffen. Doch, natürlich. Aber sicher. Und wir kriegen 2 Orbs. Beide werde ich natürlich wieder kaputt hauen. Okay, damit dürfte all unsere Vorräte wieder gemaxt sein. In jeglicher Hinsicht. Okay. Das war der 4. und letzte. Oh. Ja, gut. Euch kann ich jetzt auch bekämpfen. Ihr seid zwar 4 Stück, aber hey, gerade waren es 7 Marita, jetzt sind es die normalen. Weil ich das immer noch nicht so für gut heißen kann. Dass sie jetzt schon wieder kommen. Leute, ich habe keinen Bock im Moment. Oh. Wie sehen die eigentlich aus? Ja, fuck. Ja, geht's noch? Hallo, ich hab dir auf deine verfickte Rüstung gehauen. Ja, danke. Gehen wir bitte drauf. Ja, krass. Von diesen vielen Rittern müssen mindestens 2 kaputt gehen, dann ist kein Problem mehr. Okay, einer ist tot. Gibt gleich mal einen Orb. Der hat auch keine Rüstung mehr. Dann kriegt der gleich mal richtig Kontra. Oha. Ja, ja, wie lange ist eure Rage, bitte? Es sind nur noch 2 von 4, also. Schwierigkeit schon deutlich vereinfacht worden. Ja, ja, komm, fick dich, ey. Beide keine Helme mehr. Sie sieht aus wie Affen, ey. Ey, ich hab dich doch hinten getroffen. Was soll denn das? Ja, ich hab A gedrückt. Interessiert dich nicht. Hey. Meine Güte, ihr seid echt nervig. Ja, fick dich mit deiner Hand, ey. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Die Orbs haben wir. Und ganz viele Ritter, Wappen und Leben und alles Mögliche, was dazu gehört. Scheiß. 5er Rubin habe ich jetzt nicht gekriegt. Mist. Könnte ich mich glatt drüber ärgern. Ja, Leben sind jetzt auch wieder voll. Benötigen wir also nicht mehr. Wieder mal ein Ritterwappen. Und noch ein Ritterwappen. Weil wir ja davon noch nicht genug haben. Okay, also ist die mittlere Tür aufgegangen. Nämlich, ne, die da. Ne, Moment. Die. Definitiv. Jetzt kriegen wir hier nochmal Rubine. Ja, sogar gar nicht so wenig. Das mag ich. Yay. Nehmen wir hier gleich mal den Taktstock. Ja, es wird definitiv eine Triforce-Karte nur werden. Der Part ist jetzt nämlich ungefähr schon wieder 15 Minuten. Dann ist es jetzt die 6. Aber nein, die 7. mache ich definitiv nicht. Nee. Auf gar keinen Fall. Und eine davon ist noch relativ wenig. Und die anderen beiden auch noch ziemlich lange. Nee, Moment. Ich habe ja schon 6. Ja, dann kommen jetzt schon relativ langwieriger. Da kann es sein, dass ich noch nicht mal in einem Part eine kriege, aber naja, gut. Okay. Gehe ich hier noch raus. Eine frische Luft und dann werde ich den Part beenden. Ich glaube, dann werde ich auch zumindest für diese Nacht mit der Aufnahme nicht mehr weitermachen. Denn ich habe jetzt, glaube ich, verdammt viel aufgenommen. 5 Stunden oder so? Ja, also ich habe jetzt verdammt nochmal viele Parts. Eine Reserve habe und ja, ich denke mal, das reicht.
Ich wundere mich gerade, wo ist das Boot? Das will ich noch sehen. Ja, krass. Ich habe keinen Schaden? Na gut. Wenn du meinst. Von so kleinen Käsepikern kriegt Link Schaden, aber von 20, 30 Metern Höhe nicht. Völlige Logik. Natürlich. Okay, du kannst nicht mal. Ja, dann verabschiede ich mich mit einer wunderschönen Seefahrt, toller Musik und einem herrlichen Himmel. Bis zum nächsten Part.